Es ist nicht nur ein Job, mit dem man Geld verdient, sondern es ist mein Leben eben. Das tut mir im Innersten weh, dass wir unseren Planeten eigentlich so aufladen mit so einer schlechten Energie. Bei Park Natur in Neudau werden Bäume zu Lebensmittelnetzen und Einkaufssackern verarbeitet. Komplett frei von Plastik. 100 Millionen synthetische Verpackungen konnten so bisher eingespart werden. Wir haben in Österreich den großen Vorteil, dass alle führenden Supermarktketten, speziell im Bio-Bereich, in den letzten Jahren schon auf unser Produkt umgestellt haben. Mittlerweile sind wir auch im Weltmarkt schon sehr erfolgreich unterwegs. Der Rohstoff Holz stammt ausschließlich aus Europa. Von einem österreichischen Partner wird daraus eine Spezialfaser hergestellt, die zu Garn versponnen und in Neudau zu hochfunktionalen Netzen für die Lebensmittelindustrie verarbeitet wird. Der Herr über die eigens entwickelten Maschinen ist Adolf Stipschitz, ein Urgestein in der heimischen Textilbranche. Ich habe schon meine Lehre begonnen in einem Textilbetrieb, habe da dann 40 Jahre gearbeitet, habe dazwischen meinen Textilmeister gemacht, war dann 3 Jahre im Ausland. Die Qualitätskontrolle hat oberste Priorität, denn nur mit höchsten Standards kann man neben der Konkurrenz bestehen. Unsere Konkurrenz sitzt in Asien oder Türkei, in Billiglohnländern, China. Und dadurch muss man in Österreich, wenn man mit Textil arbeitet, industriell mit Textil arbeitet, schon sehr stark auf Nischenprodukte setzen, wo das Know-how eine Rolle spielt. Mit biogenen Verpackungen beschäftigt sich Bettina Reichel seit Jahrzehnten. Sie ist davon überzeugt, dass Forschung und Design heutzutage Hand in Hand gehen müssen. Ich glaube aber, dass praktisch über Design etwas zum Fließen kommt, weil man einfach auch Ästhetik, Ökologie, Ökonomie dann in Einklang bringt. Die Verpackungsnetze können im Bio- oder Papiermüll entsorgt werden. In wenigen Wochen lösen sie sich vollständig auf. Nachhaltiger gehe es derzeit nicht. Ich kämpfe für dieses Ziel, dass eigentlich nicht irgendwelche chemischen Stoffe, die nie wieder in einen natürlichen Kreislauf rückführbar sind, einfach in unserer Umwelt kumulieren, weil tatsächlich verschwindet Plastik nie mehr und man sollte einen Platz schöner verlassen, als man ihn vorgefunden hat.